Ich weiß nicht, ob ihr mein Alter kennt, ich bin jetzt 46, gehe auf die 60 zu. Nein, nein, du wirst alt in der Birne. Ich kokettiere damit, aber ich merke so, du checkst manchmal Sachen nicht, ja, oder du vergisst die schneller, als du glaubst. Das ist unglaublich, du wirst langsam weich in der Birne. Mit 20 habe ich mich gefreut, wenn ein neues Handy rauskam oder ein neues Computersystem oder ein Spiel oder was auch immer. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Aber heute mit 46, ich fühle mich überfordert. Ich habe ein Handy, ich kann damit umgehen, okay? Aber ich habe viel zu viele Apps auf diesem Handy. Ich habe für jeden Mist. Ich habe 300 Apps. Ich habe eine Epidemie. Für jeden Scheiß brauche ich eine App. Ja, zum Einschlafen habe ich eine App, zum Aufwachen, zum Essen, zum Trinken. Wisst ihr, was mir noch... Das Einzige, weil unser Leben ist eigentlich komplett veräppt, aber eine Sache fehlt noch und mich wundert, dass es diese App noch nicht gibt. Ja, so eine Testaments-App. Die letzte App, die du in deinem Leben brauchen wirst. Kurz bevor du abnippelst, drückst du auf die App, es gibt eine E-Mail an alle Verwandten, du kriegst nichts. Heißt sowas? Die braucht ihr auch, oder? Auch. Oder für die Schweizer, du bekommst nichts. So, jetzt. Und der Punkt ist einfach, ich fühle mich überfordert von der Technik. Als ich vor 20 Jahren anfing zu touren, da konnte ich noch einen Fernseher bedienen, wisst ihr? Ich bin in ein Hotel eingecheckt, ich habe die Glotze angemacht, das war einfach. Ich hatte eine Fernbedienung, ich habe auf den roten Knopf gedrückt, es kam Fernsehen. Heute finde ich, brauchst du ein Informatikstudium, um so eine blöde Kiste zu bedienen. Ich drücke auf den Knopf, es kommt Menü. Wieso Menü? Ich will Fernsehen und nicht fressen. Ich drücke so weiter, da kommen so 40 Flaggen. Ich sage, hä? Wählen Sie Ihre Sprache aus? Alter, jetzt muss ich die deutsche Flagge suchen. Hier, Belgien. Ah, fuck, nochmal von vorne. Jetzt. So verdammt ähnlich. So. Jetzt drücke ich weiter. Wollen Sie Fernsehen oder Radio? Wieso denn Radio? Ich habe die Glotze angemacht. 10 Minuten später. Ich habe alles Mögliche angestellt, aber nicht einmal ferngesehen. Ich habe Zimmerservice bestellt. Der Concierge steht neben mir, Polizei, Feuerwehr, was können wir für Sie tun? Ich will Fernsehen! Ich merke wirklich, Kai, du wirst alt. Meine Frau hat eine neue Dusche bei uns zu Hause installiert. Und angeblich habe ich dazu Ja gesagt. Weil ich kann mich nicht erinnern. Wisst ihr, weil ich wollte keine neue Dusche. Ich mochte meine alte. Wisst ihr warum? Ich konnte sie bedienen. Es war eine einfache Dusche. Mit Duschvorhang. Den konnte ich bedienen. Erstes Erfolgserlebnis. Zwei Drehknäufe. An, aus, heiß, kalt. Mehr braucht eine Dusche nicht. An, Wasser kommt, runter. Und dann wartest du, bis deine Temperatur kommt. So, ey, das ist noch so kalt. Leck mich schon mal. Ich warte noch. Ist egal, was für ein harter Kerl du bist. Oder Kerline, ne? Aber kalt duschen, leck mich am Arsch. Warte ich. Kommt, jetzt geht, jetzt kann man waschen. So. So. So habe ich 46 Jahre erfolgreich geduscht. Ja. Jetzt hat meine Frau eine neue Dusche eingebaut. Ich kann diese Höllenmaschine nicht bedienen. Das ist wie ein eigenes Zimmer. Das ist kein Scherz. Du kannst, so eine begehbare Dusche, du kannst aufmachen, die Tür zumachen, du bist in einem neuen Raum. Weil du kannst damit nicht nur duschen, du kannst auch ein Dampfbad machen. Du kannst alles mit dem Ding machen. Duschen, dampfen, backen, garen, braten. Ein Fondue, wenn du genug Käse hast. Weil der Punkt... Guck mal, ich weiß, oh, das überlege ich mir jetzt nochmal, oder? Aber wenn du weißt, wie man das Ding bedient. Weil der Punkt ist, ich weiß es nach 8 Monaten immer noch nicht. Das ist eine blöde, blöde Höllenmaschine. Ich stehe da. Ich stehe in dieser Dusche, splitterfasernackt. Okay, das Ding hat eine Tastatur und einen Monitor. Und nach 8 Monaten weiß ich immer noch nicht, fuck, wie geht denn das? Gibt's ja. Mann. 40 Flaggen, wählen Sie Ihre Sprache. Ah, fucking. Ich will Dusche an! Mir wird kalt nach einer Viertelstunde. Rollmops. Hey, ich hatte doch. Wo ist. Nein, wirklich. Minutenlang stehe ich da. Ich friere mir voll einen ab und Mann, das muss doch irgendwie. 40 Düsen schauen mich bedrohlich an. Wasser kommt aus Richtung, wo du das gar nicht erwartest. Du, was ist denn dieser Pfff? Ah! Hilfe! Ah! Kai,
Maya, was ist los? Ich werde sexuell belästigt. Nach 5 Minuten auch nicht schlecht, die Döse hier. Da kann man. Nach einer Stunde Kai, bist du immer noch am Duschen. Ich liebe die Dusche.